Hallo ihr Lieben, ich zeige euch diesmal, wie man Socken häkelt, und zwar von der Spitze aus. Die Ferse machen wir in Reihen und die Übergänge in Spiralrunden. Ich arbeite diesmal mit zwei verschiedenen Farben. Es ist in diesem Fall Alpakana von Scharfenmeier und besteht aus 35% Schurwolle, 35% Polyacryl und 30% Alpaka. Ich habe einen 4,5 Millimeter Haken und einen Marker brauchen wir ebenfalls dazu. Wir beginnen mit einem magischen Ring. Und sichern diesen erstmal mit einer Luftmasche und häkeln 8 feste Maschen in den Ring. Sieben und 8. Dann können wir den Ring zuziehen. Und für die erste Runde nehmen wir jede Masche zu. Das heißt, in jede Masche kommen 2 neue feste Maschen rein. Und die zweite in dieselbe. 3, 4, 5, 6 in die gleiche, 7, 8, 10, 11, 12 in die gleiche. 10 und 16 in dieselbe. Das war die erste Runde. Wir haben aus 8 Maschen jede Masche verdoppelt, das ergibt 16. Jetzt werden wir jede zweite Masche verdoppeln. In der dritten Runde werden wir jede dritte Masche verdoppeln. In der vierten Runde jede vierte Masche verdoppeln und so weiter, bis euer Kreis groß genug ist, dass er für den Fuß passt, für den es geeignet ist. Das sind jetzt insgesamt 5 Runden und die Socke wird sein für die Größe 43-44. Und damit wir den Abschluss für die neue Farbe ein bisschen geschmeidiger machen können, wird die nächste Masche eine Kettmasche sein. Jetzt schneide ich den Faden ab. Nehme mir den neuen Faden ran und ziehe ihn hier durch. So. Und danach folgen nur feste Maschen. Die Fäden hier verknote ich. Vernähe diese später und die erste Runde hier werden wir abschließen und dann in festen Maschen Spiralrunden weiter häkeln. Das zeige ich euch gleich. Bei dieser Runde sind jetzt noch 2 Maschen übrig, und zwar die helle und die dunkle. Und die dunkle stechen wir jetzt ein, schließen das Ganze mit einer Kettmasche und ihr seht, ist es nicht so eine harte Stufe vorhanden, als würden wir die Farbe jetzt einfach so wechseln. Wir können jetzt noch eine Runde mit einer geschlossenen Runde häkeln oder einfach nur mit festen Maschen weitermachen. In Spiralrunden, also ihr könnt jetzt auch zu Spiralrunden übergehen. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir mit der Ferse anfangen wollen. Also immer schön die Socke anziehen und dann schauen, wie weit sie ist. Und wenn die Ferse dran ist, dann geht's weiter. Soweit sieht die Socke aus. Oh, und es geht gleich mit der Ferse los. Die letzte Runde
Wird eine geschlossene Runde sein, das heißt, ich fange wieder an mit einer Kettmasche, einer Luftmasche und hege in festen Maschen rundherum und schließe die Runde dann wieder hier mit einer Kettmasche und dann fangen wir mit der Ferse an. Das war die letzte Reihe. Jetzt gehe ich wieder zu der anderen Farbe über und ziehe das Ganze hier durch. Schwarze können wir abschneiden. Das Dunkle. Und wir brauchen, ich muss kurz ranziehen. Wir brauchen 4 feste Maschen. 1, 2. Ich verknote die kurz hier auf der Rückseite. Okay, und dann 3 und 4. Nach den 4 Maschen folgt eine Kettmasche, Luftmasche, Arbeit drehen, jetzt in die zweite Masche vom Haken einstechen, eine Zunahme häkeln, 2 Maschen in dieselbe Masche, dann weiterhin feste Maschen, wenn wir hier am Ende von einem hellen Garn angekommen sind, gehen wir zum dunklen wieder über und setzen hier eine Kettmasche rein. Ihr könnt auch, falls euch das ein bisschen zu löchrig ist, könnt ihr bei der Ferse auch beide Laschen zum Häkeln nehmen, da wird das Ganze ein bisschen stabiler. Also hier Kettmasche, Luftmasche, Arbeit drehen, Zunahme in die erste Masche und dann wieder alles zurückhäkeln. Der Kater knuspert. Mitternachtssnack. Das könnt ihr ignorieren, das ist einfach nur ein Knoten. Okay, jetzt haben wir die letzte Masche hier. Jetzt gehen wir wieder zur nächsten Masche hier drüben. Hier folgt wieder eine Kettmasche, Luftmasche, Arbeit drehen, wieder Zunahme in die erste Masche und so weiter. Und das macht jetzt die ganze Zeit so lange hin und her und nehmt seitlich die Maschen auf, bis wir uns bis zur Mitte der Socke vorgearbeitet haben. Ihr könnt auch ein bisschen drüber gehen, falls es notwendig ist, je nachdem, was ihr für eine Ferse habt, aber wirklich nur ein bisschen. Also mehr als die Hälfte, viel mehr sollte es nicht sein. Und dann machen wir mit dem Schaft weiter. Die Socke sieht bei mir inzwischen so aus. Wenn wir das Ganze jetzt hier falten, dann seht ihr, dass ich ein bisschen über die Hälfte an den Seiten gehege, also jeweils eine Masche über die Hälfte, das ist so passend. Also immer wieder anprobieren und schauen, ob die Ferse schon groß genug ist für den Fuß oder nicht. Und jetzt gehe ich wieder zu der dunklen Farbe über. Hier habe ich eine Kettmasche gehäkelt. Also die letzte Masche war hier eine Kettmasche. Da können wir diesen Faden abschneiden. Und setzen die neue Farbe mit einer Luftmasche dran. Ich verknote das Ganze hier auf der Rückseite und vernähe es dann später. Okay, und die erste Runde wird eine geschlossene Runde wieder sein. Also ich habe sie jetzt mit einer Luftmasche angefangen und häkle das in festen Maschen weiter und werde die erste Runde auch abschließen.
Und nach der ersten Runde kann man dann wieder zu Spiralrunden übergehen. Und da müssen wir jeweils an dieser Ecke, raus. Und nach der geschlossenen Runde müssen wir jeweils an dieser Ecke und an dieser Ecke immer Abnahmen machen. Und zwar so lange, bis der Schaft dann so schmal ist, wie er für den Fuß geeignet ist. Auch hierbei immer wieder anziehen. Es kann sein, dass ihr zwei, drei Abnahmerunden habt. Es kann sein, dass ihr sogar fünf Abnahmerunden habt. Es kann auch sein, dass ihr gar keine Abnahmerunden habt. Das hängt ganz davon ab, wie euer Fuß ist, wie weit der Knöchel ist und so weiter. Also immer wieder anprobieren. Die Abnahmen an der Knöchelstelle erfolgen einfach. Das heißt, ihr häkelt dann nur zwei Maschen zu einer zusammen. Und da geht es auch schon weiter. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Und dann, wenn ihr mit den Abnahmen fertig seid, dann einfach in die Höhe in Runden weiter häkeln, bis es lang genug ist, groß genug ist. Und dann zeige ich den Abschluss. So sieht bei mir die Socke inzwischen aus. Es waren insgesamt 7 Abnahmerunden. Also hier für den Fuß habe ich schon viele Abnahmerunden gebraucht. Ihr seht das auch ganz gut hier, dass da die Maschen so zusammenlaufen und ab da geradeaus hochgehen. Und bei der letzten Reihe machen wir das folgendermaßen. Also ihr könnt eine oder zwei letzte Reihen oder Runden eher gesagt haben. Und zwar machen wir diese wieder abgeschlossen, weil ansonsten hier diese Stufe da ist. Und das machen wir erneut mit einer Kettmasche, dann wieder mit einer Luftmasche. Und dann häkle ich einfach in festen Maschen weiter und schließe die Runde auch wieder hier und eventuell noch eine zweite Runde, damit die Stufe ganz verschwindet. Dann habt ihr dann einen gleichmäßigen Schaft. Und dann natürlich Faden abschneiden, Fäden vernähen, wenn ihr dann fertig seid. Und das war es eigentlich auch schon. Dann ist eure Socke fertig. Die andere Socke für den anderen Fuß macht ihr natürlich ganz genauso. Ja, die Größe könnt ihr variieren, indem ihr hier mehr am Anfang mehr Runden oder weniger Runden zunehmt. Wie viele es genau sein müssen, bei welcher Rolle, kann ich euch definitiv nicht sagen. Ich sage auch immer wieder, jeder Fuß ist unterschiedlich. Eine Größe 39 kann ganz breit oder kann ganz dünn sein. Und auch bei den Längen unterscheidet sich häufig. Das Garn ist auch ganz anders. Das Garn hier ist zum Beispiel sehr stretchig. Also ihr seht, es ist sehr flexibel. Es gibt Garn, was richtig starr ist, wenn ihr zum Beispiel Baumwolle nehmt. Das lässt sich eben nicht so gut dehnen. Deswegen, man muss definitiv die Socken, die man anfertigt, immer anprobieren, weil man das von vornherein überhaupt nicht sagen kann. Ja, euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.